Schnurzpiepe. So. Wenn wir hier schon mal sehen, dann können wir ja Gravel auch mitnehmen. Das ist ein Stack, soweit es geht. Was draußen steht bei der ganzen Böllerei. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt. Aber hier geht es ja schon ganz gut zur Sache. Zu gehen. Wir werden auf jeden Fall auch noch einiges brauchen, wie gesagt. Ein bisschen was haben wir noch zu Hause, aber wenn es sich hier gerade anbietet, warum denn nicht? So, und hier werden wir jetzt hingehen und uns langsam mal den Weg nach oben durchschauen. Das ist nach oben durchschauen, wenn es nach oben geht. Oh. Scheiße, da ist der Hund drauf. Tada, sehr gut. Alter Hauding, sehr geil. Und jetzt schnellstens wieder auf den Nachhauseweg. Angebracht. Ich sehe den Zaun und wunderbar. So, dann werde ich mal kurz Inventar so gut es geht leer machen gehen und dann machen wir uns an unserem Bauprojekt weiter zu schaffen. Sehr geil. So, Strip Mining noch gut. Ist 15 Diamanten. Ey, sehr geil. So. Dann schaffe ich erstmal das Grünzeug hier weg. Baum dahin. Kakaobohnen dahin. Dahin. Kohle haben wir wieder ein bisschen was, können wir da reinklatschen. 65 nehmen wir mit. So. Wir werden nicht alles an Glowstone brauchen, aber... Ach, was sag ich denn da? Glowstone, ey. Die Sättel. Hier. Das
stecken kann man die nicht, aber die tun wir dann mit hier rein. Gold können wir eigentlich fabrizieren lassen. Genauso wie wir dann Eisen brennen lassen können. Hier rein. Gut, Pflasterstein können wir dann nach unten. Das brauchen wir, das tut hier hin, nix dahin. Erde behalten wir mal drinne. Ich bringe von meinem Kabel mit. Nicht Kabel, Kabel, Kies. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir aber wieder. Weil die nehme ich schon mit. Auch mitnehmen. Kann ich das hier mitnehmen? Auch schon ein bisschen von mitnehmen. Erstmal machen wir das drumherum fertig. So. Könnte ich eigentlich zur Demonstration mal was machen? Jetzt aktiviere, gehen die nach oben und normalerweise würden die da stehen bleiben. Da habe ich natürlich einen Schleim da drauf, die werden alle wieder mit zurückgezogen. So haben wir uns ein Feld haben uns gespart. Jetzt müssen wir allerdings mal da hoch. Das Ganze hier muss ich jetzt Kies auffüllen. So, da die jetzt deaktiviert sind, sind natürlich unten, wenn ich die aktiviere, werden die auch oben gehauen. Werde ich hier Wasser hin tun. Und das Wasser wird dann, wenn die aktiviert sind, festgehalten. Wenn ich es deaktiviere, dann wird das Wasser hier runterfließen und somit alles wegspülen, was da geerntet wurde. Ja, sollte nicht passieren. Das ist auch schon der Trick hier eines solchen messscheinlichen Feldes. Das reicht gerade so. So, und hier oben Erde voll clustern. So, das muss ich da freilassen. Und hier. Genau.
schöne Zaun oder diesen komischen neuen Steinmauer da voll klackern. So. Schon falsch hier. Siehste. Versetzen. Weil das sonst nicht mit dem Abfluss vom Wasser her hinhaut. Sammeln. Zack. Dann den ganzen Repeater. Auch so.
ausprobieren. Super, also alle aktiviert, sehr gut. Haut also hin. Jetzt brauche ich nicht Kies. Zumachen. Kommt hier auch wieder Kies rein. Hier dann auch zu. Hier ist schon alles offen. Unten bei uns in die Höhle und hol dort Kies aus, falls ich es finde. Hier kommt mal alles noch Strip meinen. Übrigens wegen diesem Strip Mining. Kann man da unten auch ein bisschen rechts links graben. Wassereimer.
Wasser drin, ne? Nicht Wassereimer. Dann können wir den außen befüllen gehen. Kurz hinten lang eiern. Ja, da haben wir vergessen. Ist doch alles nicht wahr. Was ist denn los?